Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony. Und heute werden wir die Treibstofftanks an unserer MS Colony abbauen und wieder zurück auf die Erde bringen. Dazu brauchen wir zwei von diesen Modulen. Jedes einzelne dieser Module kann halt zwei Treibstofftanks zurück zur Erde bringen. Und weil wir da eben vier haben, brauchen wir zwei Stück davon. Hier haben wir unsere Avalon 7B mit 60 Tonnen Nutzlast. Das hier wiegt insgesamt, ich glaube, 30 Tonnen, also nicht annähernd so viel, wie wir eigentlich benötigen würden. Aber wir haben dann ein bisschen extra Treibstoff, womit wir dann die Treibstofftanks in den Landemodulen auffüllen können. Genau, das war's mit dem Intro. Fliegen wir los und bringen die Treibstofftanks zurück. Thank you.
Und da haben wir es, alle vier Treibstofftanks sind erfolgreich auf der Erde gelandet. Hier haben wir das erste der beiden Treibstofftankpaare. Und da haben wir das zweite Paar. Alles perfekt abgelaufen, keinerlei Schäden. Hier haben wir dummerweise ein Landebein verloren bei der Landung. Sind wir ein bisschen hart aufgekommen, aber ansonsten hat das auch ganz in Ordnung, ganz gut geklappt. Und hier haben wir unsere MS-Kolonie. Und ja, die ist jetzt wieder quasi komplett leer, alles weg, keine Module mehr, die zu Europa gebracht werden müssen, keine Treibstofftanks. Der Treibstoff hier drinne ist leider nicht ganz voll, also die beiden sind voll. Das ist nur zur Hälfte und das ist komplett leer. Heißt, das müssen wir in Zukunft wieder auffüllen. Also wenn wir hier wieder Treibstofftanks dran packen, beziehungsweise neue Module. Ja, also das war's im Grunde mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.